Gut, wow, somit kommen wir zu unserer nächsten Sprecherin, zur Judith Geis. Die Judith war bei einem Unternehmen tätig, als das dann von den Amerikanern aufgekauft wurde. Und du hast es so schön selber formuliert in der Kurzbeschreibung und die drei Fragen gestellt. Sind wir auf die Nase gefallen? Natürlich. Sind wir an unseren Aufgaben gescheitert? Auch das. Und was ich auch sehr spannend finde, die Haltung, die du dann auch entwickelt hast, zu sagen, ich möchte nie wieder für Amerikaner arbeiten, das steht ganz außer Frage. Dazu kommen wir dann, genau, ich bin schon sehr gespannt. Das andere ist aber auch, und das hatten wir, als ich mit dir das persönliche Telefonat hatte, was mich auch sehr, was ich sehr lehrreich fand, und ich glaube, wo du auch viel jetzt mitgeben wirst, ist heute Abend, dass es auch darum geht, zu der eigenen Haltung zu stehen und zu den eigenen Werten zu stehen und das einzufordern, auch was einem zusteht und was man auch kann. Und das, darüber bin ich jetzt sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Herzlich willkommen, Judith Geis. Vielen Dank. Ja, also vielen lieben Dank, auch Hong Hong, für deinen Start. Deshalb würde ich das mal kurz übernehmen. Wir waren eben kurz in China. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wer denn schon in den USA war. So, wer hat denn schon mal für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet? Okay, da wird es schon weniger. Ja, also, was ich erzählen will, das war wirklich damals, ich habe damals meinen Vertrag unterschrieben, bei einem amerikanischen Unternehmen, dachte, da kann ja dann nichts mehr passieren. War nicht so, nach 4 Wochen wurde das Unternehmen von einem anderen amerikanischen Unternehmen gekauft. Was da so ein bisschen passiert ist, das war 2007, dazu möchte ich zurückgehen, aber was ich erstmal vorne wegnehmen möchte, ist, was ich für mich daraus mitgenommen habe. Denn ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich das damals nicht erlebt hätte. Und vielleicht hat es nicht ganz so geklappt, dass ich nicht mehr für Amerikaner arbeite. Und ja, aber ich kann mich noch sehr an den Moment erinnern, als ich das Gebäude verlassen habe und es ganz tief in meinem Kopf war. Aber gehen wir zurück in die Situation damals 2007. Im Radio lief damals sehr oft, der ein oder andere kennt das Lied vielleicht noch, dieses Wenn nicht jetzt, wann dann von den Höhnern. Der ein oder andere hat jetzt vielleicht einen Ohrwurm. Was es damit auf sich hat, kommen wir gleich dazu. Jedenfalls saßen wir in einem Hotel in Mannheim bei einer Betriebsversammlung. Ihr könnt euch vorstellen, so nach einer Übernahme, sehr spannend. Gerüchte noch und nöcher. Wir hatten auch einen kurzen Weg dahin und dann haben wir halt so unter Kollegen diskutiert, was wird denn jetzt passieren? Und dann kamen wir in den Raum. Er war erstmal, wir waren relativ zeitig da, das heißt, er war leer und wir haben uns erstmal überlegt, wo setzen wir uns denn jetzt hin? Die erste Reihe war jetzt erstmal nicht so beliebt, muss man dazu sagen. Aber was wichtig war, irgendwie hatten wir alle das Gefühl, wir müssen auf die Slides gucken können. Ich habe heute absichtlich keine Slides, auch dazu kommen wir gleich, warum ich keine Slides wollte. Weil wir saßen dann so in der Mitte, ich habe auf die Slides geschaut und plötzlich ging es um das Thema, welche Funktionen wird es zukünftig in diesem Unternehmen nicht mehr geben. Wunderbar, also wurde ich von einer Mitarbeiterin zur Funktion. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren alle total begeistert. Meine Begeisterung steigerte sich, als ich gesehen habe, dass da steht, die Funktion des Junior Controllers wird es so nicht mehr geben. Ich habe in der Buchhaltung gelernt, wenn was auf eine Kostenstelle gebucht wird, darf nie eine Person das sein dahinter, weil dann könnte man ja Rückschlüsse führen. Tja, der Junior Controller steht hier vor euch. Der einzige in Deutschland. Heute kann ich auch drüber lachen und bin auch sehr dankbar, dass es damals passiert ist, aber in der Situation war es, wie könnte es anders sein, wie ein Schlag ins Gesicht. Ich sah das so, meine Kollegin, ehemalige Kollegin sitzt hier vorne in der ersten Reihe, die kann sich noch erinnern, wir wussten überhaupt gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Naja, jedenfalls bin ich nach Hause gegangen, wie die Nacht war, könnt ihr euch vorstellen, ich habe ganz, ganz viel geschlafen und habe dann rumgegrübelt und natürlich Tipps bei anderen, was mache ich jetzt? Und dann kommt jetzt wieder das Lied, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich hatte dann überlegt, okay, was mache ich? Bin dann zu dem Interim HR-Leiter gegangen. Warum? Wir hatten interimistisch jemand bekommen, die Personalleiterin, die einen Großteil von uns eingestellt hat, die hatte das Unternehmen bereits verlassen. Das heißt, die Funktion, also ich, ging dann in das Büro und sagte, ich hätte gerne einen Termin. Mein Gegenüber wusste nicht mal, wer ich bin, geschweige denn, dass ich diese Funktion bin, die es in Zukunft nicht mehr geben sollte. Naja,
Jedenfalls, ja, heute habe ich natürlich keine Zeit. Das heißt, yay, ich hatte noch eine Nacht, in der ich sehr viel geschlafen habe. Am nächsten Tag, ich hatte Bauchkrummeln, es war schlimm, man kann sich das vorstellen, irgendwie so ein Nachmittagstermin, also auch noch ein toller Arbeitstag, und sich überlegt hat, was da so passiert, weil irgendwo im Hinterkopf war die Hoffnung, vielleicht haben sie sich ja doch vertan. Tja, hatten sie nicht, hat er mir dann auch irgendwann bestätigt, nachdem, neudeutsch würde man sagen, er ein bisschen rumgeeiert hat. Weil es war halt so, er wollte es nicht sagen und vor allem, was mich auch wirklich überrascht hat, ich war die Einzige, die danach bei ihm war. Die Kollegen haben sich alle ein bisschen so zurückgehalten. Jedenfalls, es war dann klar, das Unternehmen hat keinen Platz mehr für meine Funktion, also keinen Platz mehr für mich. Es war für mich in dem Moment, wo es klar war, dass er es mir wirklich rückbestätigt hat, obwohl ich dieses Slide gesehen habe, okay, ich war jetzt hier, ich hatte den Mut, all meine Kollegen hatten den Mut nicht. Ich war da, ich weiß meine Sicherheit, dann kann ich jetzt nach außen gehen. Ich kann diese Dinge, die ich gelernt habe, kann ich mitnehmen und kann sagen, wunderbar, das, was wir erlebt haben, die Christina kann es bestimmt bestätigen, das haben viele ähnlich erlebt, aber nie so wie wir. Sie ging mittags nach Hause, meinte, so gehst du auch. Habe ich irgendwie nicht ganz geschafft. Die Deadlines und die To-Do-Listen wurden immer, immer länger. Von dem her der Druck, den man dann da auch spürt. Und vor allem auch das Gefühl, dass man zwischendurch bekommt, dass man es irgendwie nicht kann, weil man einfach dieser Zeit nachläuft. Jedenfalls war es für mich sehr einschneidend. Aber in diesem Moment wusste ich, es kann weitergehen. Irgendwie habe ich es gespürt. Aber was musste ich dazu machen? Ich musste aufstehen. Ich musste sagen, für mich sorgen. Und dann kam auch die Energie raus wieder. Ich hatte wieder Tatendrang. Und vor allem, ich war aus dem Schneckenhaus raus. Ich habe es bei meinen Kollegen gesehen, das ist die andere Erkenntnis. Besser eine Entscheidung als keine. Für mich war klar, dass es nicht weitergeht. Aber die ganzen Kollegen, die wussten nicht, wie es weitergeht. Und viele haben mich gefragt, woher hattest du den Mut, das zu machen? Mir sind leider nicht sehr viele Kollegen gefolgt. Das heißt, sie waren länger da als ich. Sie haben sehr viel gearbeitet, abends, am Wochenende, an Feiertagen, weil die Amerikaner jetzt nicht so auf den 1. Mai Rücksicht genommen haben, zum Beispiel. Und die waren die ganze Zeit unruhig. Und was ich jetzt auch heute bei meinen Kunden, deutsche Unternehmen, die von Amerikanern gekauft werden, von dem her hat nicht ganz geklappt, mit nicht mehr für Amis zu arbeiten, war es wirklich so, dieser Moment, wenn sich die Büros leeren, früher hat man dann gefeiert, dass jemand Geburtstag hatte oder ein Jubiläum und plötzlich feiert man Abschiede. Die Büros leeren sich, der vertraute Kollege ist nicht mehr da. Das heißt für mich ganz klar, besser eine Entscheidung als keine. Und auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade in dieser Zeit ich vielleicht nicht alle Aufgaben 100%, wie ich es gerne hätte, da kommt der Perfektionismus, habe ich mich auch wieder erkannt, aber es ging einfach nicht, wenn ich Dinge machen soll, binnen 24 Stunden, die 3 Wochen dauern, dann ist es nicht perfekt. Aber für mich war dann klar, okay, ich kann das. Ich konnte da für mich einstehen, mit dem Kollegen quasi zu reden. Also kann ich auch weitergehen. Und bin dann auch auf die Suche gegangen, sozusagen natürlich nach einem neuen Arbeitgeber, den ich dann auch gefunden habe. Was dann so passiert ist, wär andere abendfüllend. Letztendlich bin ich dann da gelandet, wo ich heute bin. Und gebe dieses Wissen, auch dieses, da eine Kunde von mir, der sagt immer, du spürst, was in den Leuten vorgeht. Ich meine, es ist klar, jemand ist da und er ist verlässlich da. Aber wichtig ist ja auch gerade in dieser Situation, dass man eben nicht zur Funktion wird, sondern als Mitarbeiter bleibt. Von dem her, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, was mich interessieren würde an der Geschichte ist, dir wurde, also auf dem Slide wurde dir praktisch präsentiert, jetzt ganz unpersönlich. Den anderen auch, also genau. Ich war schon nicht allein im Raum. Ja. Okay, aber das heißt, ihr wurde da zusammengerufen? Also es war eine klassische Betriebsversammlung und da wurden Funktionen, die abgebaut werden. Wir hatten 2 Standorte, einen in Mannheim und einen in Hamburg. Und ich glaube, die Hamburger Kollegen, muss ich Christina fragen, ich glaube, die sind sogar eingeflogen worden. Und dann durften wir das so verfolgen. Bei den anderen Funktionen war es so, die gab es halt öfters. Ein Servicetechniker, in dem Fall in der
Klima- und Kältetechnik, gibt es halt ein bisschen öfters. Okay. Aber meine Stelle war wirklich die einzige, die eine 1:1 Rückschluss auf mich getroffen hat. Okay. Und das heißt, es wurde dann auch die Anzahl, wie viele Plätze abgebaut werden. Ja. Und bei dir war es halt klar, wenn die Stelle nicht mehr gebraucht wird, dann bist es du, genau, die gehen kann. Und wie lange warst du dann im Endeffekt noch in diesem Unternehmen, bevor du selbst für dich den Entschluss gefasst hast, ich gehe? Das ging eigentlich dann, als ich den Mut hatte zu fragen und als klar war, ich habe dann immer gesagt, ich räume jetzt hier nicht noch fertig auf und gehe dann erst, wie meine Kollegen das gemacht haben, sondern das ging dann auf einmal ganz, ganz schnell, ab dieser Entscheidung dann halt, die ich auch selbst für mich getroffen habe. Und das war dann auch noch bis in die Selbstständigkeit, dass ich immer nach diesen Amis gefragt wurde sozusagen. Und mich da auch lange dagegen gewehrt habe, in diese Richtung zu gehen. Aber letztendlich sage ich immer, ich kann heute denen helfen, die in derselben Situation ist wie ich, wie wir damals. Ja. Aber das heißt, du bist gegangen? Ja. Bevor sie dich haben gehen lassen? Ja, also ich sage jetzt mal, wir haben uns im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Okay, genau. Und ich meine, es war ja erstmal für dich ein Schock, das hast du ja gesagt. Also du sitzt da, kriegst es praktisch unpersönlich gesagt, deine Stelle, deine Arbeit wird nicht mehr gebraucht, deine Person. Ich werde nicht mehr gebraucht. Genau, deine Person. Was im Endeffekt hat dich dazu gebracht zu sagen, hier, ihr könnt mich mal und ich mache meinen eigenen Weg. Und dass du jetzt eben ja beratend, genau das ist jetzt ja dein Job mit deiner Firma, die du hast, auch mit Kollegen, also du hast Mitarbeiter einige, die ehemalige Mitarbeiterin ist auch bei dir mit dabei. Genau. Genau, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, und was waren auch die Reibungspunkte? Weil, okay, das ist jetzt der 1. Mai, verschiedene Feiertage wurden jetzt nicht so, aber was waren so die größte Herausforderung, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten? Lass uns mal bei einer Herausforderung bleiben, dass wir dann noch abgeben. Genau, ja. Also ich glaube, man muss sagen, das ist mir, glaube ich, bei unserem Telefonat bewusst geworden, das Problem waren gar nicht die Amerikaner, sondern die Deutschen, wie sie es umgesetzt haben. Und das 12 Jahre später, also vielen Dank für diese Erkenntnis. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ja, ich sehe das heute auch, wie gesagt, dass man ja oft sagt, ja, das Headquarter macht, ja, aber wie ich das umsetze, das ist meine Sache. Ob ich sage, meine Leute sitzen, also ein Beispiel beim Kunden, bis nachts um 12, ja, der Ami muss jetzt erstmal Mittagessen gehen. Ja, wie? Nachts um 12, ja, wann sollen wir dann weitermachen? Ja, so in 3 Stunden. Dann habe ich die Wahl als Deutscher zu sagen, wir sitzen hier nicht bis 3, um die Abschlusszahlen zu besprechen. Genau, ja. Okay, super, aber wichtige Erkenntnis, finde ich auch gerade mega spannend und wir geben mal ab und fragen mal, ob es hier Fragen gibt und das sieht gut aus hier unten. Ja, also ich fand den Beitrag sehr, sehr interessant. Dankeschön. Ich höre so ein bisschen raus, dass Sie jetzt wahrscheinlich in der kulturellen Integration nach M&As tätig sind. Da würde mich jetzt interessieren, was geben Sie denn jetzt einem deutschen Unternehmen mit, wenn die von einem Amerikaner gekauft werden? Wenn Sie jetzt sagen, im Nachhinein waren es vielleicht einfach die Deutschen, die es nicht hingekriegt haben. Ich glaube, also erstmal, um das zuerst zu sagen, also ich komme eigentlich aus dem Bereich Finance and Accounting habe halt letztendlich durch die eigene Erfahrung gemerkt, es geht halt manchmal um noch was anderes außer Zahlen und Funktionen. Was ich heute weitergebe, ist, auch wenn ich nach wie vor im Finanz- und Accounting oder in Prozess oder SOX-Implementierung, was auch immer berate, ist, vergesst den Mensch dahinter nicht. Ja, wenn die Leute sich plötzlich wundern, wie soll ich sagen, dass die Leute krank werden, wenn sie immer arbeiten. Überraschung. Oder dass vielleicht das Betriebsklima ein bisschen leidet, wenn man die Weihnachtsfeier plötzlich in der Kantine machen muss und früher im schönen Restaurant war. Und da ist es dann auch oft so, dass die deutsche Seite entscheidet, man kann das nicht mehr, weil wir haben ja kein Budget dafür. Und ich bin immer die sagt, ja, aber wer hat das Budget erstellt? Nicht die Amerikaner, ihr habt das erstellt. Und wir haben immer eine Möglichkeit gefunden, dann auch gemeinsam Lösungen zu finden, die dann gut ist für die Mitarbeiter. Ja, weil die dürfen wir in dem Ganzen nicht vergessen. Und bleiben alle Mitarbeiter danach? Nein, bleiben sie nicht. Aber ich glaube, jeder weiß gerade heute, wie wichtig ist, dass man die Mitarbeiter hält und nicht auf Suche ist nach neuen Mitarbeitern. Weil das machen, glaube ich, gerade ein paar Unternehmen. Und da wird es vielleicht dann auch ein bisschen schwierig, je nachdem, gerade wenn ich ein Familienunternehmen bin, das auf dem Land ist, da wirklich auch in Anführungsstrichen neue Mitarbeiter,
neue Funktion, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zu finden. Ja. Hat das die Frage beantwortet? Gibt es noch Fragen? Gibt's noch Fragen? Was mir jetzt noch aufgefallen ist, und ich finde auch in der Parallele mit Hong Kong, also das ist sowas, was ich jetzt aus euren Vorträgen so für mich auch nochmal klar vor Augen habe, ist, dass ihr beide an einem Punkt standet, wo es wirklich darum eigentlich ging, Entscheidungen zu treffen, ne, für sich. Dass ein Anteil in euch war jetzt auch bei dir, ne, der gesagt hat, Moment, ich bin keine Funktion, ich bin ein Mensch, das hast du jetzt auch schon mehrfach gesagt. Mein Gefühl ist auch, dass dich das auch sehr berührt hat als Funktion. Ja, genau, das merkt man auch total, ja. Was ja auch richtig ist, ne? Und das meinte ich auch vorhin, als ich in meiner Anmoderation ist, zu den Werten zu stehen und zu sagen, das ist keine Funktion, man ist ein Mensch, man kann was, ne? Man hat Kompetenzen und man will sich zeigen. Und das finde ich ganz toll, weil das war, ich finde, bei euch beiden so sichtbar, für sich einzustehen und zu sagen, es ist nicht gesund, ich bin wer. Ja. Und das einzufordern. Definitiv, ja. Ich hätte noch eine Frage, weil ich habe jetzt das Mikro. Hat das Monetäre bei dir auch eine Rolle gespielt, weil du sagtest Junior-Controllerin, da fängt man ja gerade mit dem Job an oder steigt ein? Das war in dem Fall nicht so. Die Stelle wurde extra für mich geschaffen, beziehungsweise für meinen damaligen Teamleiter, der belohnt werden sollte und endlich Mitarbeiter bekommen sollte. Deshalb war es nur ein Junior-Controller. Ich war vollumfänglich für die Buchhaltung von meiner Kollegin von der Firma, wo sie war, zuständig inklusive Reporting und allem. Das heißt, der Name war dann nicht Programm. Aber dann nochmal zu meiner Frage, das Monetäre hat bei dir eine Rolle gespielt? Also warst du so weit gesettelt, dass du sagen konntest, ich gehe jetzt einfach? Oder? Also mir war klar, dass ich nicht ohne irgendwas gehe. Und ich bin auch nicht ohne irgendwas gegangen, wie viele meiner Kollegen danach. Die haben erst gar nicht gefragt. Ja, natürlich. Auch wichtig nochmal, ne, ganz klar, für sich einzustehen und zu sagen, Moment. Ja, ich wusste ja nicht, wie schnell läuft es jetzt und wie wir alle wissen, müssen wir die Miete bezahlen, das ist egal, ob ich gerade einen Arbeitgeber habe oder nicht. Genau. Und das ist jetzt auch eine Art, wie du andere unterstützen kannst mit diesen Erfahrungen, was kann man fordern? Also ich würde jetzt also nicht was konkret, aber sie da auch anleitest zu ein bisschen. Also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Einmal, dass wenn ich natürlich vom Unternehmen bezahlt werde, ist es, also da kann ich schlecht durch die Gegend laufen, verhandelt jetzt mal eure Abfindung. Also könnt ihr schon, aber vielleicht hätte ich dann keinen Auftrag mehr. Was ich da gemacht habe, ist jetzt wirklich ein Mentorenprogramm für Leute an, also einfach aus der Erfahrung, dass man hat überall dann Kollegen vor Ort, die dann sagen, hast du mal einen Moment und dann kommt dieses Thema und da muss ich halt klar sagen, man muss das einmal trennen und zu sagen, okay, diese Tipps wäre jetzt kontraproduktiv für meine andere Arbeit. Aber letztendlich ist das was, was ich ja dank meinen zwei Kolleginnen auch hier vorne im August, was mir nochmal mehr klar geworden ist, weil man macht es irgendwie so nebenbei, aber dem jetzt auch Raum zu geben, dieses Wissen oder auch die Geschichte zu erzählen, weil man geht ja normalerweise nicht unbedingt hin und sagt, also ich habe es damals nicht geschafft, bei den Funktionen dabei zu sein, die nicht da bleiben. Ja. Okay, gut. Also bei dir war es Schneckenhaus und bei dir war es die Komfortzone. Na, das ist dieses, man zieht sich erst zurück, man bricht erst mal in irgendeiner Form innerlich zusammen, aber das da rauskommen ist ganz wichtig. Und hier gab es noch was. Genau, was mich noch interessieren würde, was vielleicht auch dem einen oder anderen noch weiterhelfen kann, was war dann der Schritt in die Selbstständigkeit? Weil das, so wie ich es verstanden habe, war ja dann erstmal ein anderes Unternehmen und dann die Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also um es jetzt überspitzt zu sagen, habe ich festgestellt, dass die Franzosen nicht so viel anders sind. Und das Headquarter entschieden hat, das kann ja jetzt jemand in Frankreich machen, was man aber irgendwie vergessen hat, ist, dass die Arbeitnehmerüberlassungskraft mir an der Tür begegnet ist, die dann meine Aufgaben übernommen hat. Und der Grund dafür war, dass ich mit meinen Kollegen entschieden habe, dass wir gerne einen Betriebsrat hätten. Und es war sicherlich, wie ihr euch denken könnt, ein reiner Zufall, dass an diesem Tag die IG Metall das Unternehmen über die Gründung des Betriebsrates informiert hat. Gut, wow, da brennt Feuer. Bist du, letzte Frage, wirklich, ist da noch Wut bei dir?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage nein. Aber wie gesagt, diese Erkenntnis oder diese Dreh, also die Frage ist halt immer, auf wen bin ich wütend? Ja, und manchmal bin ich auch auf meine Kunden wütend, was auch normal ist, oder auf meinen Mann. Aber es geht ja dann darum, gehört auch dazu, aber es geht ja dann darum zu sagen, okay, wie kommen wir wieder aufeinander zu? Reibung erzeugt Wärme, aber ab und an ist es einfach auch notwendig, weil ich sage jetzt mal, manchmal müssen harte Worte fallen und das habe ich von den Amerikanern gelernt und es wird mir auch nachgesagt, dass ich dazu neige, das dann auch zu machen, aber dafür weiß der andere dann auch, woran er ist. Absolut. Okay, super. Gut, Silvia, vielen Dank.